Macht da ein wenig Theater, hätte ich fast gesagt. Und in diesem Moment Boxen auf an der 2400 Meter Marke für Longines, großen Preis von Baden. Und Silvana übernimmt an der Innenseite das Kommando mit Dame Dream, an der Außenseite Night Dream. Sofort in vorderer Linie vor Waldpark, dahinter Joshua Tree und am Ende des Feldes Maria Royal. So geht es zum ersten Mal an der Tribüne, zum ersten Mal am Ziel vorbei. Und Night Magic, ja, als ob sie wüsste, dass sie heute zum letzten Mal aktiv ist, gleich mit drei, mit vier Längen am Ziel vorbei in den Iffizumer Bogen in Führung vor Dame Dream, dritter Silvana, dahinter Joshua Tree, gemeinsam mit Waldpark an der Innenseite, am Ende des Feldes Maria Royal. Also über Mangel an Tempo kann man sich weiß Gott nicht beklagen. Die Pferde sind zum ersten Mal im Iffizumer Bogen, überhaupt zum ersten Mal, das bleibt auch dabei, und biegen jetzt gleich in die Gegenseite ein. In der Mitte der Bahn galoppierend Night Magic an der Spitze, zwei Längen vor Dame Dream, dann sind es schon drei Längen zu Silvana, dahinter Joshua Tree, vor Waldpark und Maria Royal am Ende des Feldes. Die Kandidaten sind im Gänsemarsch, in der Gegenseite, jetzt an der 1500, 400 Meter Marke, Night Magic an der Spitze, Dame Dream in zweiter Position, weiterhin drei Längen zurück, Silvana auf dem dritten Platz mit Joshua Tree, mit William Buick an der Außenseite, dahinter lauert Waldpark und dicht darauf ist auch Maria Royal mit Terry Hellier. An der Spitze weiterhin Night Magic vor Dame Dream. Dann kommen Silvana gemeinsam mit Joshua Tree und die Pferde sind Ende der Gegenseite. Fünfter ist Waldpark und sechster und somit letzter vorerst noch Maria Royal. Es geht in den Schlussbogen hinein. Night Magic führt mit anderthalb Längen vor Dame Dream. Dann kommt an der Innenseite Silvana ein wenig näher an Dame Dream heran. Joshua Tree ist vierter. Waldpark bleibt vorerst auf dem fünften Platz. Am Ende des Feldes galoppiert Maria Royal. Night Magic außen, Silvana ganz, ganz innen. Da sucht Philipp Minarek den kürzeren Weg, ist in zweiter Position mit Dame Dream, auf der Andra Starke nun schon zum Angriff schreitet. Und ganz außen übernimmt er vor Night Magic die Spitze und Dame Dream ist weg. Waldpark ist nirgendwo zu sehen. Joshua Tree in diesem Moment auf dem dritten Platz. Es sieht nach Dame Dream aus. Es erinnert mich ein wenig an Samum. Da geht Dame Dream auf und davon vor Night Magic, die sich wieder ganz hervorragend verkauft. Und diese Dame Dream, das ist nicht nur die beste Stute. Sie ist eine klasse Stute. Und sie gewinnt mit sechs Längen vor Night Magic. Dritter Joshua Tree wahrscheinlich vor Maria Royal und dann wieder viel Abstand zu Silvana und